Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa mit einer weiteren Folge. 7 Days to Die mit der Alpha 21. So, wir sind ja hier im Schneegebiet gelandet. Und ich hatte mir dieses Gebäude hier rausgesucht. Und das Gebäude ist ein sehr schönes Gebäude. Ich habe hier schon mal ein klein bisschen was abgesichert. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit hier. Das ist ziemlich stabil alles. Braucht man Eisenbahnen, um die zu reparieren. Okay. Werde ich dann später irgendwann mal alles nach und nach aufwerten, weil das Gebäude hier ist sowas von gut. So, jetzt hatte ich die Idee, hier eine Mine zu graben. Was habe ich gemacht? Ich bin also hier in die Ecke, habe hier gegraben, kam dann erst auf einen Betonklotz, kam dann auf einen Stahlklotz und was ich dann hier entdeckte, war merkwürdig. Ich war plötzlich hier unten. Und so wie das hier aussieht, ist das riesig. Jetzt will ich aber hier nicht unbedingt... Jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich jetzt die Mission hier anwähle, ist dann mein ganzes Haus weg. Da muss ich aufpassen, weil ich gar nicht weiß, wozu das hier gehört, ne? Das ist schon Wahnsinn. Gut, ich werde jetzt hier ein bisschen looten. Aber wieso ist denn hier schon alles leer? Hä? Egal, ich nehme jetzt hier einfach mal alles mit. Mach keinen so Krach. Ja, die lebt. Ach, die lebt, ja. Der hat sich aber gar nicht gemuckst. Ich laufe die ganze Zeit schon hier rum. Ich bin verwirrt. Mehrfach. So, ich kann hier öffnen, aber will ich das? Guck dir mal an, was da hinten dran los ist. Da ist mit Sicherheit einiges los. Will ich jetzt gar nicht rein heute Nacht. Deshalb werde ich jetzt hier weitestgehend mal ein bisschen rumlooten. Mal gucken, wie man hier hinkommt. Da ist schon der Hauptloot, ne? Wie es aussieht. Das könnte also bedeuten, dass ich das Gebäude hier mal eher... Ja, ich weiß nicht. Ich bin etwas durcheinander jetzt. Ganz ehrlich. Aber wie dem auch sei... Eine Glasscheibe vorne dran, da kannst du nicht looten. Ja, wie dem auch sei. Wenn ich das jetzt hier unten so belasse, und da könnte man hier unten wunderbar Dings hinbauen, ne? Werkstatt. Sind die jetzt hier gespawnt oder was? Hier ist merkwürdig. Kann einer sagen, was er will. Mutti. Was hast du denn? Du siehst ungesund aus. Komm, ich helfe dir mal noch. Okay, ist gut. Ja, das hier ist alles merkwürdig. Muss man ganz klar sagen. Nimm den ganzen Kram hier jetzt mal mit, mache hier unten mal Platz. Aber das hier zu nutzen. Warum spawnen die hier plötzlich? Ja, hier aufmachen heißt, hier geht hoch, ne? Nehmen wir jetzt einfach mal alles hier mit. Oder muss ich am Tag mal gucken, was hier los ist. Da ist noch mal ein Schalter.
Wird das ein Geheimecke? Geheim, weiß ich nicht. Oder es gehört zu einem anderen Gebäude nebenan. Ne? Das ist vielleicht zu dem Gebäude hier gehört. Ich könnte mal kurz rausgucken. Passiert ja nichts. Und ich wollte mir eigentlich eine Mine graben und lande da unten in dem Gewölbe. Was für ein Zufall. So, ich kenne mich noch nicht aus in meinem Haus. Merkt man's? Nö. Da geht's raus. Es wäre jetzt interessant zu wissen. Es ist ja hier unten drunter. Gibt es da einen... Von hier aus einen Gang in den Keller, möglicherweise. Also hier ging es ja runter. Das ist aber nur so eine Geheimtür. Also ein Geheimgang. Da geht's nicht weiter. Verschlossene Tür. Möglicherweise geht die von der anderen Seite auf. Und das ist dann der Ausgang von diesem unteren Untergeschoss. Das ist der Ausgang und da kommst du hier raus, kannst hier hoch und landest dann draußen. Beziehungsweise landest in dem Gebäude hier, ne? Weil ich habe ja sonst überhaupt keinen Eingang gefunden. Ich weiß aber auch nicht genau. Hier ist nämlich das Licht. Gut, das Licht war für die Leiter. Okay, da bin ich ja auch rein. So war das, ja. Aber da liegt aber auch noch Zeug. So, die Frage ist nach wie vor, wie kommt man da unten rein? Ne? Oder ich habe hier... im Keller noch nicht richtig geguckt. Wie komme ich denn hier runter? Wie war das denn? Das geht gar nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Egal. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Das Gebäude. Dachgarten. Oder war das hier? Nö. Ja, mach die Garage. Also das war die Garage, genau. Das war auch zu, will ich jetzt nicht aufmachen. Nehmen wir noch mit. Das kann ich nicht mehr betätigen. Da ist die Garage aufgegangen. Und hier. Hier geht es nochmal runter. Da war ich aber auch schon. So, und hier ist wieder verschlossen. Gibt es da vielleicht einen Schalter? Nö. Das ist sehr merkwürdig. Naja, gut, wie dem auch sei. Ich werde jetzt mal kurz Pause machen, bis wieder Tag ist und dann sehen wir weiter. Bis gleich. So, es ist 4 Uhr, die Nacht ist vorbei. Bin ich am Überlegen, was haben wir denn an Munition dabei? Ich würde jetzt tatsächlich gerne wissen, was das da unten ist. Ne? Jetzt kommen die ganzen... Ganze Nacht war Ruhe, jetzt kommen sie irgendwie. Keine Ahnung.
So, Futter, Zeugs. Ja, wir haben noch gar nicht mehr so viel zu essen, muss ich mal gerade eben feststellen. Ja, wieso kommt, wo kommt, wo klopft ihr denn hier rum? Hallo, ich will das nicht. Lass mein Haus in Ruhe. Kleine Horde. Genau, ich werde jetzt hier mal die Nachbarschaft erkunden und mal gucken, ob ich irgendwo irgendwas finde, wie man da reinkommt da unten. Normalerweise. Also hier ist nochmal zu. Das ist Fakt. Da ist ja auch meine Garage. So, wie kommt man hier in den... ist ein unterirdischen Keller da. Ein unterirdischen Keller, ja, wie auch immer. Unter diesem Haus ist tatsächlich irgend so ein... Da muss man ja irgendwie hinkommen. Gucken, was das dann eben dran ist. Ganz normales Gebäude, ja, so weit. Boah. Altes Gebäude halt, ne? Ah, wo kommt ihr denn jetzt alle her hier? Verletzt? Ne. Ja, sag mal. Sag mal. Gibt's doch nicht. Schnell die sind, ey. Ja, komm, du bist langsam. Wer, wo? Oh, du auch noch. Immer noch nicht infiziert. Hat ein Glück. Huch. Sag mal, ich wollte gar keine Mission machen. Wieso, wo kommen die denn alle her hier? Das wäre nämlich fatal, wenn das jetzt ein Missionsgebäude ist, was so weit. Nee, so weit geht das nicht darüber. Es gehört zu dem Haus. Frau Doktor hat da unten drunter irgendein Labor. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Jetzt bin ich ja hier fix und alle, ne? Ist das Schneegebiet, ja, aber. Da hinten ein Jaguar, ein Puma. Ne. Das ist irgendwo ein Nest. Gut, ich habe dieses Gespür. Habe ich an, ne? Dieses Wildgespür. Oh. Jetzt kommst du auch noch hier an. Gut. Oh. Die geben Tierfett. Das ist ganz gut. Oh, jetzt ist aber gut. Die geben kein Tierfett. Das ist ja Wahnsinn. Bist du keine 10 Minuten hier draußen? Also, dass im Schneegebiet so viel los ist. Hätte ich ja nie geglaubt. So, also, ich muss jetzt einen Weg finden in dieses Labor da unten. Das kann nur vom Haus hier ausgehen. Oder ich muss
andersrum gucken. Weil den Ausgang habe ich, glaube ich, gefunden. Der ist hier. Aber da kommst du nicht rein. Hier haben wir noch eine verschlossene Tür. Achso, da ist die. Ja, die lassen wir auch zu. Hier haben wir noch eine verschlossene, die bleibt auch zu. So, kommt man hier vom Pool her irgendwie da rein? Kann das sein? Wo kaum, ne? Also, wir gehen jetzt da runter. Da gibt es irgendwo einen Geheimgang, den ich noch nicht gefunden habe. Das war jetzt Zufall, dass ich da reingekloppt habe, ne? Würde mich aber jetzt interessieren. So, aber von hier aus geht's nirgendwo. Ja, hier geht's die Treppe runter. Aber auch da geht's nicht weiter. Es sei denn, ich übersehe was. Macht alles keinen Sinn. Ja, da ist eine verschlossene Tür. Aber wenn ich die jetzt aufhaue, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Pass auf, ich gehe jetzt noch einmal den Weg, den man normal gehen sollte hier. Das ist mit Sicherheit, zeigt mir jetzt nicht an, ein Vierer oder vielleicht sogar ein Fünfer Gebäude, ne? Das war hier. Moment, Moment, Moment. Keine Panik. Ich will das jetzt wissen. So, hier war die Leiter. Da geht's hoch. Ist soweit klar. So, da gehen es hier rein. War auch klar. Jetzt habe ich natürlich hier schon ein bisschen rumgearbeitet. Die ist zu. Hier geht's rein. Also ich könnte hier mal die das Wasser mitnehmen. Ich muss mal gucken, wie sieht es überhaupt aus. Ich muss langsam mal was kochen, ne? Ich eier eigentlich hier rum, was ich. Ich muss eigentlich zum Händler. Das hier ist alles Quatsch, was ich hier mache. Wir gehen jetzt zum Händler. Da ging es hier. Hier war das Licht, genau. Hier ging es hoch. Und hier ging es dann rein. Das war der Durchgang. Da ist nochmal das Licht. Geht es aber auch nirgendwo sonst weiter. Und hier ging es die Treppe runter. So, und die habe ich weggemacht, falls ich ja mal flüchten muss. Da kann ich nämlich da hoch. So, und die Treppe geht weiter runter. Und ich vermute. So, hier sind überall verschlossene Türen. So, und hier unten drunter ist der ganze. Das ganze Dingens. Das ist, zieht sich darüber. Unter diesem ganzen. Ah, man hört ja auch hier. Irgendwas laufen, ne? Da ist mit Sicherheit irgendwo ein Geheimgang für dieses da Wasser drin. Ja, Wasser ist gut. Hier das zu erreichen. Und hier ist halt nichts, ne? Es geht hier nirgendwo weiter. Ja, da kann man wieder runter, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Okay, dann. Boah, wie finde ich das? Das ist seltsam, ne? Das ist durchaus seltsam. Gut, wie dem auch sei, ich gucke jetzt, ich lade hier mal ab. Ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen einrichten. Mein Essen und Getränke, die gehen ja eh langsam zur Neige. Ich habe auch gar nicht so viel mitgenommen. Ne? So, egal. Gut, ich habe hier wieder mein übliches, nicht ganz, aber fast. Munition, die 44er würde ich, habe ich gar keine dabei. Gut. Mittelbesamen, aber ich habe noch gar nichts für. Das können wir lernen. Der Vollständigkeit halber.
So, machen wir Aroma, machen wir das Papier jetzt mal rein, dass wir ein bisschen was haben. Die Federn auch. Das zählt im Moment auch als roh. Das ist Futter. Das ist roh. Apotheke habe ich noch keine. Dann machen wir die. Ich habe noch einen offen. Apotheke. So. Da könnte man dann zum Beispiel. Das ist tatsächlich alles, ne? Das lohnt sich. Hat sich nicht gelohnt. Nicht unbedingt. So, die Knochen machen wir zum Futter. Habe ich im Moment alles hier drin. Plus das noch und das noch und. Das kommt wieder hier runter. Das brauchen wir zum Trinken. Essen sieht gut aus. Wir haben noch Antibiotika. Das kommt noch weg. Oh Gott. Die Pflanzen machen wir jetzt erstmal hier rein. Und irgendwann machen wir dann Ordnung, ne? So. Mal räumen einmal auf. Dann sieht das doch schon ganz passabel aus hier. Ich habe eigentlich viel zu viel Muni dabei. Komm, wir machen mal hier ein bisschen Platz. Millimeter brauche ich sowieso nicht so viel. So, das sieht das schon besser aus. Schiene, Antibiotika können wir uns auch dahingehend schenken. Das heißt, dahin schenken nicht. Wir können den Platz sparen. Oder wir machen es so rum. So, Händler. Wir fahren zum Händler, dann nehmen wir die Händlersachen mit. Ich habe ich das beim Händler? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich alles gelagert habe. Ja, der ist jetzt natürlich sehr weit weg. Machen wir schnell einen Wegpunkt. Was habe ich denn hier markiert? Wollte ich da, weil ich weiß, dass ich doch, ich weiß genau, dass ich Töpfe und so Zeug mitgenommen habe. Oder sind die noch im Moped? Warte mal, Garage. Boah. Orientierung. Sinn gleich. Null, ne? Hier noch was drin? Ach, das ist alles, da ist alles drin, ja. Kochtopf, Grill habe ich vergessen mitzunehmen, aber hier ist das ganze Essen drin. Moment, das schiebt man hier mal rüber. Ach, und das Zeug und der Sammler, der ist ja auch schon hier. Ach Gott, ja. Das kann der Händler haben. Das auch, das auch. Das werde ich erstmal behalten. Die Knochen behalten wir jetzt auch mal ausnahmsweise. Und nehmen das noch mit rüber. Das Werkzeug, genau. Noch was für den Händler? Komm, ja, das, genau. Da passt das nämlich noch. Jetzt muss ich allerdings wieder rein. Weil ich jetzt ganze Menge Futterzeug habe. Warte mal. Ja, das ist jetzt natürlich wieder blöd. Kochtopf, wo ist er? Rein damit, genau. Haben wir diesen Holz mitgenommen? Nee. Okay, das ist aber nicht schlimm. Das kommt wieder zurück. Den Wassersammler stellen wir aufs Dach. Oder vielleicht können wir noch einen Garten stellen oder machen die Zombies den kaputt. Ich habe da oben auf dem Dach irgendwo eine schöne Fläche gesehen. Aber genug gelabert. Komm. Futter. Erstmal da rein. Da haben wir noch Eiers. Aha. Klares Wasser, sehr gut. Und wir können Wasser kochen, wir können Eier herstellen. Ich hatte Mats mitgenommen für die Schmiede zu erstellen. Da ich aber noch nicht weiß, wo ich die hinstellen soll, machen wir die erstmal weg. Ne? Verbund. Alles hier rein. Das ist Chemie, das ist Verbund, das ist Roh, das Holz.
Hier ist noch eine Mod. Die würde ich jetzt mal noch behalten. Ne, Mods und Teile habe ich doch schon. Topf. Topf sage ich. Top Shirt. Teile. Mods. Genau. Rohmods haben wir dann hier nochmal. Einmal kurz. Das ist Verbund. Da haben wir die zumindest getrennt. Das ist Chemie und das, den Sprit nehmen wir wieder mit. Und den Wassersammler gehen wir sofort aufstellen. Da haben wir schon mal Wasserprobleme. Keine hier. Ich war immer der Meinung, man könnte Schnee schmelzen. Aber das geht, glaube ich. Das ging, glaube ich, in der letzten Version. Ja, Opa. Da geht's zur Garage. Oh Gott. Da auch. So, machen wir hier mal alles zu. So, Moped. Tanke die schon mal. Und den Rest machen wir da rein. Wassersammler wollte ich aufstellen, habe ich gesagt. Aber. Da haben wir schöne Leiter. So, da müsste der eigentlich hinpassen. Da steht der sehr gut. Das ist rot. Warum? Bricht hier irgendwas ein? Kann ich das so stellen, dass da noch ein zweiter hinpasst? Oder sollen wir hier lieber... Habe ich Frames dabei? Ja. Ich glaube, der braucht drei... Sauber, Opa. So, Frames runter und ja, das muss jetzt auch sein. Die Folge schon bald wieder rum. Wir waren noch nicht beim Händler, das macht auch nichts. Dann gehen wir halt in die nächste. Ne? So, hier hätte ich schon gern. Das wird man dann später schön anmalen. Aber Holz haben wir keins dabei. Ein bisschen, ja. Reicht aber nicht zum. So, auf jeden Fall machen wir hier eine größere Fläche hin. Ja, ja, okay. So, und dann passt der hier wunderbar drauf, ne? So, kann der sammeln. Oder passen jetzt drei drauf? Egal, wir haben zumindest kein Wasserproblem mehr. Gut. So, dann auf die Moped, fertig, los. Ja, hier kommt natürlich später ein normales Tor rein, elektrisch, also elektrisches Tor mit Bewegungsmelder. Das wird wohl die Zukunft sein. So, suchen wir wieder einen Weg. Kommt die... Die XP nehmen wir mit. Genau. Was ein Gebäude. Und das sind alles noch neue Gebäude, die ich noch nie gesehen habe. Das finde ich gut. Die Stadt hier ist auch wirklich groß. Oh, 76% hat das Moped. So, ja, es ist ein weiter Weg zum Händler. Aber das Haus hat mir einfach zu gut gefallen. Die anderen, die waren so riesig. Und das, was ich zuerst hatte, das war ja auch so ein... Aber ich habe ja da nichts mehr gelassen. Ich hatte alles, nee, ich hatte alles ins Moped und das... Ist jetzt auch alles im Haus und das ist auch gut so. Aber guckt ihr dann an, was hier Gebäude sind. Das ist eins schöner als das andere. Werden wir nach und nach auch die Stationen aufbauen. Wir werden auch mal wieder rüberfahren. Klar, ich habe ja noch so viel Zeug da und die Falle ist ja sowieso da.
Apropos Falle, was haben wir denn? Tag 32, 35 ist wieder. Ja, hier wollte ich zuerst, aber ich glaube, da ist nicht, da ist nichts mehr drin. Da bin ich aber jetzt hingefahren. Ist aber kein Problem, es war nicht weit weg. Schneller Wegpunkt. So. Ja. Ist nicht weit weg. Ich dachte, das wäre der Händler. 74, oh Gott, ich mache mein gutes Moped kaputt. Ach, guck mal, was hier Gebäude stehen. Das ist doch der Wahnsinn. Das sind aber alles, nicht unbedingt alles Questgebäude. Da muss man dann einfach mal so reingehen. Ah, schöner Polizeiauto, oder? Ne? So, ich habe aber im Moped noch Sachen. Für den Händler. Genau. Was haben wir hier noch? Noch was dabei? Ah ja, okay. Gut, wir gehen noch kurz zum Händler gemeinsam und dann switche ich in die nächste Folge. Wo geht's denn hier hoch? Das sind ja schon schöne Gebäude, die gebaut haben hier. Also irgendwann, wenn ich mal viel Lust habe, baue ich mir was Eigenes. Stahl wäre gut, Stahlspitzhacke ist nicht schlecht. Fertigungsdinger sind auch nicht schlecht. Stahlspitzhacke habe ich zu Hause schon. Ich werde den Stahl mitnehmen, da kann ich nämlich so nach und nach mein Haus hier richtig gut verstärken. Und der hat ja diese Fünfer. Fünfer mag ich aber noch keine. Vierer sind in der Nähe. 436 Meter. Downtown Marketplace. Gucken wir uns an. Verkaufe noch alles und dann... Ah, der helle Hintergrund. Das ist so verwirrend hier beim Gucken. Ja, ich habe ja kein Geld mitgenommen. Schlau wie ich war. Anfang geistiger Umnachtung, das kommt mal hier runter, das kommt auch runter und haben wir noch irgendwas für dich? Nee, haben wir nichts mehr, ne? Hier habe ich noch eine Mission, eine Kurierdings. So, gut. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr wieder reinguckt. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein kostenloses Abo. Hilft immer ein bisschen und wer weiß, was passiert. Ne? Bis dann. Ciao.